Hallihallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Whitney-Gemeinde. Heute mal etwas aus einem anderen Winkel. Nicht so von oben, sondern ein bisschen gesetzter, weil mein Stativ kaputt ist. Das ist beim letzten Dreh voll kaputt gegangen. Ein neues ist aber schon bestellt. So lange muss ich wohl mit dem hier vorlieb nehmen. Eine kleine Ankündigung am Rande. Ich habe ab sofort einmal im Monat ein Unboxing in meinem Kanal drin, in meinem Content. Denn ich habe mir erlaubt, die My Couchbox zu bestellen. Und die werde ich natürlich auch gleich live mit euch unboxen und probieren. Heute mache ich für euch den Musiktag. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache es jetzt einfach mal. Also viel Spaß dabei! Ja, sehr, sehr, sehr gerne sogar. Am allerliebsten höre ich gerne Soundtracks und Filmmusik und Musicals und Popmusik. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, manchmal auch während der Arbeit, wenn ich es schaffe, ein Radio anzumachen. Zu Hause, im Auto, überall. Ja, man kann nicht sagen, beim Kochen, beim Aufräumen, überall. Hard Techno und Schranz, so eine und richtiges Elektro, das mag ich jetzt nicht so. Nein. Ja, ich habe eine Lieblingsband, die hat es vor kurzem auch sehr erschüttert, und zwar Linkin Park, worüber ich auch sehr traurig bin, dass Chester gestorben ist, auch wenn er es selbst veranlasst hat, also selbst durchgeführt hat und einen Suizid gemacht hat. Aber ich finde es halt sehr traurig, dass es die Band jetzt an sich nicht mehr gibt, weil ich Chester als Sänger wirklich sehr toll fand. Und ja, aber ich finde es halt toll. Ich habe letztens das Benefizkonzert für Chester gesehen und das fand ich sehr toll, als die Fans und alle Bandmitglieder und Bands auch von anderen halt mitgesungen haben oder generell die Lieder gesungen haben. Nein. Nein. Also früher vielleicht, aber jetzt nicht mehr so. Nein. Ich war noch auf keinem Konzert oder auf keinem Festival, nur so auf Arenen oder so Sachsen-Anhalt-Tag, aber sonst so generell auf einem Konzert war ich noch nicht. Obwohl, wartet mal, Harry Potter in Concert. Ja, ich habe mir den Soundtrack schon mal gegeben von dem ersten Harry Potter Teil. Ich würde sagen, I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the Da muss ich sagen, mittlerweile MP3s fürs Handy oder halt auch so als CD, als MP3, weil mir halt mehr drauf passt. Früher mehr CDs, ja. Meine Musiksammlung ist sehr, sehr groß. Alleine auf dem Handy habe ich über 500 Lieder. Auf dem PC ist es unzählbar. Und als CDs habe ich auch eine Menge, Menge CDs. Ich habe hier eine kleine Box. Das ist aber nur so Sammel-CDs, sowas wie die Bravo oder Singles oder Alben. Ja, so eine CD-Box. Und ansonsten, wie gesagt, sehr, 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 sehr groß. Ein absolutes Lieblingslied kann ich gar nicht sagen. Zurzeit höre ich gern wieder Numb von Linkin Park. Oder In the End. Also so Linkin Park Lieder. Und das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Und nicht vergessen, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und dann kann ich nur noch sagen, tschüssi. Hier in der Endcard findet ihr den Button, wo ihr mich abonnieren könnt und ein Video, was euch vielleicht gefallen könnte.